muss das einmal so ablegen. Oh. Weil. So, Freunde. Wir fahren jetzt los. So wie du das immer machst. Nein, mach so. So, Freunde, wir fahren jetzt los. Warte, ich muss das nochmal, dass man das Klatschen besser sieht. Und dass man dich auch sieht. So! Wir fahren. Noch, oh, du störst. So. So. Lass dich nicht unterbrechen jetzt, ja? So. Das ist schon jetzt gestellt, ne? Ja. Weil du 100-mal so sagst. Ja, wie du immer. So. So, 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 so. Dann muss das. Wir fahren wenn, jetzt wenn auf. Das Klatschen, wenn man das Klatschen nicht fühlt, dann kommt das gestellt rüber. Du musst es authentisch machen. Okay. So, Freunde, wir sind auf dem Weg nach. Gosau. Gosau. Und nicht Posau. Ja, ich fand gut. Und ihr so? Okay, auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg nach Gosau. Und wir freuen uns und sind. Das ist jetzt schon doof, ne? Es ist so, als würde ich Werbung machen. Wir sind auf dem Weg nach Gosau. Wir haben uns überlegt, wir machen einen kleinen Ausflug. Das, was er sagt. Ja, und wie sind wir auf Gosau gekommen? Vielleicht kannst du das ja klären. Weiß ich nicht mehr. Wie sind wir darauf gekommen? Wir haben einfach ein billiges Angebot im Internet gefunden und dann haben wir gesagt, wir fahren da hin. So was. Weil wir einfach geizig sind. Geizige, klar. Geizhälse. Ja. Ja, ist halt so. Ja, und wir hoffen, dass es jetzt halt schön wird, ne? Ist auf jeden Fall schön aus. Auf den Bildern. Und deswegen. Larissa hat sich informiert. Richtig. Ich bin voll informiert. Ich hoffe, ich finde da irgendeine Wanderkarte. Dann treibe ich dich nämlich auf irgendeinen Berg. Okay. Hier sind wir schon gerade 4 Stunden unterwegs. Und wir haben immer noch weitere 4 Stunden vor uns. Und wir fahren von einer Baustelle in die nächste. Das macht richtig Spaß. Mache ich nicht gerne sowas. Mache ich viel zu selten eigentlich. Genau. Wir fahren jetzt los. Nein, wir sind schon 4 Stunden unterwegs. Auf jeden Fall fahren wir jetzt los. Du musst mit deinen Gedanken weiterkommen jetzt. Macht euch gefasst auf ein paar schöne Landschaftsaufnahmen. Larissa hat gesagt, die Landschaft dort soll sehr, sehr schön sein. Jo, habe ich gelesen. Hat sie gelesen. Und wenn das so ist, dann werde ich auf jeden Fall ein paar schöne Momente aufnehmen und die natürlich schön zusammenschneiden. Richtig. Richtig. Okay, jetzt sind wir endlich aus der Baustelle raus. Ah, da kommt ja schon die nächste. Wir sind angekommen. Es war eine sehr lange Fahrt. Das Hotelzimmer ist eigentlich ganz nice, oder? Peter? Das Hotelzimmer ist eigentlich ganz nice. Ich bin echt froh. Ich glaube, ich bin noch nie so viel am Stück gefahren. Das ist ein Struggle. Aber sehr schön ist es hier. Ich meine, die Aussicht hier, bis auf dass wir auf den Parkplatz blicken, die ist eigentlich ganz nice. Ich gehe jetzt extra nicht raus, weil im Auto hatten wir natürlich angenehm, ich bin sehr hell jetzt, im Auto hatten wir natürlich angenehme 22 Grad. Und jetzt hier draußen sind aber 32 Grad und ich habe lange Ärmel an und eine lange Hose. Und aus diesem Grund werde ich mich jetzt wahrscheinlich erstmal umziehen, bevor ich jetzt irgendwas weitermache. Jep, jep. Larissa ist schon heftig. Wir müssen um 10 Uhr schon auschecken, ne? Larissa ist schon heftig am Studieren. Die hat sich hier wieder massig Prospekte mitgenommen. Nein, ich habe nur das genommen, was sie da hatten. Da ist ja noch mehr, aber da hatte ich keinen Anfang. Larissa hat unsere Regenjacken im Partnerlook, falls irgendwas passiert. Falls es regnet. Wir wissen nicht genau, wofür diese Tür hier ist. Das ist ein bisschen komisch, weil die Tür ist abgeschlossen und man kommt da nicht rein. Das ist ein bisschen komisch, weil normalerweise, wenn man eine Tür hat, dann will man da auch durchgehen. Weißt du was, ich probiere es ganz ehrlich. Ich probiere es einfach mal mit den Klamotten hier auf. So ich probiere es mal. Peter. Wie mache ich das hier? Ah, so.